Brigitte geht in Rente, wer sind die Erbinnen? Und die Frage ist die, das Verhältnis ist von Frauenmedien, Frauen in Medien und dem Feminismus oder den Feminismen als den feministischen Perspektiven dann im Journalismus. Ich bin Helga Kirchner und im Moment ist es eigentlich meine Aufgabe nur, den beiden wichtigen Frauen, den Vertreterinnen der Kooperationspartnerinnen, hier gewissermaßen den Teppich auszurollen, die sie begrüßen werden. Und als Erste wird zu Ihnen Dr. Ines Kappert sprechen, die Leiterin des Gunda-Werner-Instituts ist, in der Nachfolge von Gitti Henschel, die vorhin noch mal einen sehr berührenden, bewegenden Abschiedsempfang bereitet bekommen hat. Wir sind noch alle so ein bisschen gerötet und tränenfeucht sind die Augen. Aber ich glaube, die Kontinuität und das, was vielleicht auch von uns an Hoffnungen und Erwartungen in diese Kontinuität gesteckt wird, die ist gesichert. Aber dazu wird vielleicht Frau Kappert was sagen. Also bitte, Frau Dr. Kappert, Sie haben das Wort. Ja, guten Morgen, herzlich willkommen zum vierten Tag unserer Konferenz. Ganz herzlichen Dank, Frau Kirchner. Ich habe gar nicht so viel zu sagen. Ich bin einfach sehr gespannt auf... Ich gehe mal hier hinter das Pult, irgendwie brauche ich das gerade. Auf die Diskussion, einen feministischen Presseclub zu machen, ist, glaube ich, eine extrem gute Idee. Ich habe auch so im Vorfeld mit einigen Journalistinnen, ich komme ja auch aus der journalistischen Branche, habe 8 Jahre lang die Meinungsredaktion der Taz geleitet. Das stieß sofort auf so, ey, das machen wir wirklich, ne? Und auf große Zustimmung. Ich freue mich einfach, dass Sie hier sind. Ich freue mich über den langen Atem. Es ist jetzt die letzte Veranstaltung des Kongresses. Umso wichtiger, dass wir hier nochmal einfach ein Zeichen setzen, dass natürlich die mediale Repräsentation und die Bilder, die in den Medien und auch die Diskussion und die Art und Weise, wie Expertinnen zu Wort kommen beziehungsweise nicht zu Wort kommen oder anders zu Wort kommen könnten, dass wir das diskutieren. Und ja, ich wünsche uns eine gute Diskussion und übergebe jetzt an Frau Beerheide, die Diskussion leiten wird. Ja, der rote Teppich kommt eigentlich von hier. Ich nehme von hier. Ich leite aber nicht die Diskussion, das macht nachher die Helga Kirchner. Ja. Ich begrüße Sie heute Morgen als neue Vorsitzende des Journalistinnenbundes hier. Liebe Damen, liebe Kolleginnen, liebe Expertinnen, liebe Interessierte hier im Raum und draußen am Livestream, den wir auch nicht vergessen dürfen heute. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammengekommen sind zur Mittagszeit, parallel zum echten Presseclub, der gerade im Fernsehen läuft. Der hat heute eine Quote von 50%, wir haben 100 bei unserem Presseclub. Ich glaube, darauf können wir gemeinsam stolz sein. Ganz besonders freue ich mich, dass der Journalistinnenbund mit der Arbeitsgruppe Medienlabor heute bei dieser wunderbaren Veranstaltung oder Kongress seit Donnerstag The Impossible in der Heinrich-Böll-Stiftung und des Gunda-Werner-Instituts dabei sein konnte. Ich war seit Donnerstagabend immer wieder auf Veranstaltungen und muss sagen, ich bin höchst begeistert, dass das wirklich in diesem tollen Haus stattfindet. Mit dem Titel Brigitte geht in die Rente, wer sind die Enkelinnen, haben wir heute das vierte Medienlabor. Diese Veranstaltungsform hat sich sehr bewährt und ist in unseren Augen schon am vierten Geburtstag eine Institution im Mediendiskurs und bei uns im Verband. Beim ersten Medienlabor 2013 haben wir in Hamburg mit den Erbinnen der Verlagshäuser diskutiert. Beim zweiten Medienlabor, auch hier in den Räumlichkeiten der Böll-Stiftung, haben wir über die Kriegsberichterstatterinnen gesprochen und deren Berichterstattungssituation. Beim dritten Medienlabor haben wir uns das Feministische am Boulevardjournalismus angeschaut. Und heute wollen wir schauen, wie es den Enkelinnen geht, die Frauenmedien heutzutage machen. Ein Thema, das sicherlich auch in den letzten Wochen deutlich an Relevanz gewonnen hat. Brigitte ist über 60, die Rente mit 67 ist nicht weit fern. Für Frauen meiner Generation wird die Rente sicherlich ein wenig später beginnen, im Leben beginnen. Aber ich denke, das ist ein anderes Thema für ein anderes Pendel. Wer in Rente geht, jedenfalls ist das die weitläufige Meinung, bekommt irgendwann eine Nachfolgerin. Doch wer folgt? Werden es die digitalen Enkelinnen sein, die den Geist des Feminismus weitertragen, erneuern und am Leben halten? Was passiert denn in den traditionellen Printmedien, im Fernsehen und im Hörfunk mit Feminismus und feministischen Themen? Ist dort etwa kein Platz mehr dafür? In Deutschland gibt es nach offiziellen Zählungen über 40 gedruckte Frauenzeitschriften. Nach der Gefühlsempirie an jedem Zeitschriftenkiosk ist es deutlich mehr. Dort rufen uns Blätter mit den Namen Petra, Nadine, Tina, Sibylle, Petra, Laura oder Konstanze ihre Lebenstipps zu und werben um uns als Gunst der Käuferin. Und das in mehrfacher Hinsicht.
als Kundin des oftmals im Großverlag verlegten Zeitschrift, als Kundin der Produkte, die in den Heften als Anzeigen oder immer mal wieder offensiv oder weniger offensiv in Texten beworben werden. Seit Donnerstag dieser Woche gibt es Zuwachs im Zeitschriftenregal. Und es gesellt sich auch Barbara dazu. Barbara ist ein neues Projekt aus dem Hause Gruner und Jahr, bei dem die Moderatorin Barbara Schöneberger als Herausgeberin fungiert. Die Redaktion, Teile der Redaktion von Brigitte inklusive der Chefredakteurin liefern den Journalismus dazu. Das Konzept ist neu auf dem deutschen Markt. Eine Zeitschrift um eine echte Person herum gibt es in dieser Form noch nicht. Inhaltlich soll es, Zitat, eine Zeitschrift wie ein Mädelsabend sein, mal lustig, mal ernst, aber immer ehrlich. Wer schon einmal Zeit hatte, seit Donnerstag durchzublättern, kann sich ja mal überlegen, was uns da unter einem Mädelsabend verkauft wird. Spannend ist, dass diese Zeitschrift ganz oldschool gemacht wird. Es gibt nämlich noch keinen Digitalauftritt dazu und auch kein Konzept. Lieber wird weiter auf den Verkauf von bedrucktem Holz gesetzt. Offenbar scheint das Geld da. Der Bauer Zeitschriftenkonzern hat schon angekündigt, ein ähnliches Projekt nachziehen zu wollen. Frauenpolitische Themen haben es in diesen unterhaltenen Magazinen schwer. Auch wenn in den letzten Jahren immer mal wieder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch die Lage der alleinerziehenden Mütter geschildert wird. Aber dazu sicherlich gleich mehr in unserer Diskussion. Mit frauenpolitischen, feministischen Themen, Perspektiven und Denkanstößen lässt sich offenbar kaum Geld verdienen. Die Kolleginnen vom Missy-Magazin können sicherlich ein Lied davon singen. Printprodukte mit frauenpolitischen Schwerpunkten haben es schwer. Auch eine Organisation wie der Deutsche Frauenrat muss demnächst seine Zeitschrift einstellen. Andere Printmagazine haben sich mit der Zeit nur in die Online-Welt retten können. Doch das Einstellen von oder Abwickeln von Frauenmedien betrifft nicht nur den Markt der gedruckten Publikationen. Auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen wir deutliche Reduzierungen der Sendezeiten. Ich nenne da stellvertretend die Hörfunksendung Zeitpunkte, die früher im Senderfreies Berlin lief und heute im Kulturradio RBB. Als einziges Frauenmagazin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hält sich Frau TV beim WDR. Und bei Mona Lisa im ZDF sehen wir eine gendermäßige Verschiebung, da neben Barbara Hallweg nun auch Alexander Matzer mit Alexander Matzer zum ersten Mal seit 23 Jahren ein Mann das Frauenmagazin moderiert. Doch die Inhalte und politische Diskussionen sind ja noch da. Sie lassen sich offenbar bloß nicht mehr kommerziell oder öffentlich-rechtlich verquoten. Sie suchen sich neue Wege in die Öffentlichkeit. Wie also behaupten sich die Enkelin der Generation Brigitte, Courage oder auch Emma im Netz? Und welches Selbstverständnis haben Frauen heute, aber auch damals über ihr Wirken als Publizistinnen? Dazu haben wir heute 6 Expertinnen da. Ich sagte schon, 100% Frauenquote, 50 im echten Presseclub. Ich bedanke mich sehr, dass ihr alle heute Morgen es hergeschafft habt. Wir werden hier kurz im Programmablauf zunächst die Autorin Katrin Rönnecke hören, die uns eine Einführung gibt in das Thema. In der Paneldiskussion haben wir nachher Theresa Bücker, die Redaktionsleiterin ist vom noch relativ neuen Internetmagazin Edition F. Sandip El Masra, die in einem Programm angekündigt wurde, musste leider krankheitsbedingt heute Morgen absagen. Ulrike Fischer war früher einmal Redakteurin bei Brigitte, dann Chefredakteurin bei Petra und heute arbeitet sie als freie Journalistin. Außerdem ist Dagmar Kieselbach die Redaktionsleiterin von Frau TV im WDR Fernsehen hier. Herzlich willkommen. Und Stefanie Lohaus, die Chefredakteurin und Herausgeberin vom Missy Magazin. Toll, dass ihr alle da seid. Die Kolleginnen von der Arbeitsgruppe Medienlabor des Journalistenbundes hatten auch eine Vertreterin der aktuellen Brigitte-Redaktion eingeladen. Leider musste Hildegard Bode ihre Zusage aus persönlichen Gründen zurückziehen. Dass wir im Journalistinnenbund heute das vierte Medienlabor in so einem großen Programm zusammenstellen konnten, dafür braucht es immer wieder sehr engagierte Frauen. Und zunächst möchten wir vom Journalistinnenbund und vom Medienlabor Dieti Henschel danken, der heute Morgen zwar schon ganz extrem, ganz groß und wunderbar mit einem sehr schönen Empfang hier im Haus gedankt wurde, aber seitdem sie im Ruhestand ist, ich nehme an, sie wird auch weiterhin unserem Projekt verbunden bleiben. Sie hat von Anfang an das Medienlabor gefördert und als förderungswürdiges Projekt angesehen und damit hat sie auch maßgeblich dazu beigetragen, dass das JB Medienlabor sich als Debattenforum etablieren könnte. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung und wenn Sie kurz hochkommen mögen, ich habe hier ein kleines Präsent. Ja, immer. Ja.
Und natürlich, ich muss aber auch mich nochmal bedanken, weil auch die Anregung vom Journalistinnenbund, das ist ja also immer auch was Gegenseitiges und das ist mir auch wichtig, nochmal das sagen zu können. Auch, na klar, als ehemalige Journalistin, aber eben auch, dass so ein Projekt überhaupt weitergetragen werden kann und ihr macht ja auch Nachwuchsförderung, auch das ist heute Morgen auch schon gesagt worden, ist mir ein großes Anliegen und euch eben auch und das ist einfach klasse. Dankeschön dafür. Danke dir. Und wir freuen uns natürlich auch vom Journalistinnenbund, dass mit der neuen Leiterin Ines Kappert eine Kollegin an der Spitze des Gunda-Werner-Instituts steht. Und wir freuen uns dann auch künftig auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Journalistinnenbund und Gunda-Werner-Institut. Ohne finanzielle Förderer wie dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie eben dem Gunda-Werner-Institut wäre so eine Veranstaltung auch nicht stemmbar. Einen ganz herzlichen Dank für diese auch langjährige Unterstützung. Besonderen Dank möchte ich natürlich als Vorsitzende des Journalistinnenbundes auch dem ehrenamtlichen Engagement der Kolleginnen aus dem AG Medienlabor aussprechen. Ohne das unermüdliche Wirken von Helga Kirchner, Sibylle Plockstedt, Eva Kohlrusch, Rosemarie Mieder, Silvia Feil, Dimut Röther und Regina Völz könnte so ein Programm heute nicht stattfinden und diese Diskussionsrunde in der Form nicht sein. Also herzlichen Dank an euch, die ihr jetzt in der AG Medienlabor euch seit so langer Zeit dafür einsetzt. Ich wünsche euch jetzt einen interessanten Nachmittag und ich bin sehr gespannt auf die Diskussionen und Gespräche. Übergebe hier jetzt an Helga, die jetzt den roten Teppich für sich alleine hat und Diskussion hier moderieren wird und noch technische Hinweise gibt. Herzlichen Dank. Ja. Keine Sorge, wird keine One-Women-Show, sondern ich habe die Freude, das Vergnügen und ja auch die Ehre, die Bühne zu bereiten für eine Kollegin der jungen Generation, die mit einer Keynote uns nochmal einen gewissen Überblick verschafft. Das nimmt mir natürlich für die Moderation Arbeit ab und erleichtert uns gleich den Einstieg in die Panel-Diskussion und in die nachfolgenden Gespräche. Es ist Katrin Rönnecke, ich denke, den meisten wohl bekannt. Gerade eben hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht und ist deswegen auch noch ein bisschen erschöpft von der Heimkehr von Frankfurt, wo sich Zineb El-Masra schon einen schweren Schnupfen und noch mehr geholt hat und deswegen absagen musste. Zum Glück Katrin Rönnecke nicht. Vom Blättern und Klicken heißt ihre Keynote und Katrin Rönnecke weiß, worüber sie redet, denn sie ist frei arbeitende Autorin, Journalistin, Podcasterin, arbeitet für diverse Blogs und arbeitet auch immer noch für Traditionsmedien und Senderanstalten wie den RBB. Frau Lila ist mit ihrem Namen verbunden, die Featurette. Podcasten jetzt nicht nur als Verbreitungsmedium, sondern als Medium, in dem Inhalte transportiert werden, wie ich jetzt beim öffentlich-rechtlichen RBB gehört habe, sogar jetzt schon als Serienprodukt. Spannende Entwicklungen, das ist etwas, was sie betreibt. Aber sie versucht auch zusammen mit ihren Kolleginnen Vorhandenes im Netz zu bündeln, zu verlinken und damit eben die Verbreitungsrate dann auch nochmal deutlich zu erhöhen. Aber in eigener Sache wird sie sicher die Gelegenheit nutzen, noch ein bisschen mehr Werbung zu machen. Deswegen endet mein Werbeblock für sie jetzt und sie hat das Wort. Bitte schön. So, danke schön für die nette, freundliche Einleitung. Ich habe hier auch noch mal so die Totholz-Medien mir extra besorgt, um zu gucken, was passiert da eigentlich, weil ich gemerkt habe, dass ich überhaupt nicht up-to-date bin, was das angeht. Das war sehr interessant, da mal so ein bisschen durchzublättern und nicht immer nur durchzuklicken. Ich gieße mir mal noch schnell was zu trinken ein und dann geht's auch los. Man sieht schon ganz schön bei diesem Cover der Brigitte, finde ich, was ein klassisches Frauenmedium so ist. Weil das war eigentlich die Frage, die ich mir im Zusammenhang mit dieser Keynote gestellt habe. Was soll denn das eigentlich sein? Was ist das? Frauenmedium, Frauenmedien? Sind das Medien, die von Frauen gemacht werden? Oder sind es Medien, die für Frauen gemacht werden? Ist es das Gleiche? Gibt es da Überschneidungen? Gibt es Unterschiede? Bei der Brigitte, wenn man die jetzt einfach mal nimmt, weil das ist ja hier auch das Thema, 60 Jahre Brigitte, soll jetzt irgendwie in Rente gehen, was machen die Enkelinnen, sieht man schon ganz klassisch, dass so ein Frauenmedium bestimmte Themen bedient. Also wir haben da das Dossier über Job, Kind und Stress, wie Frauen die Weichen neu stellen. Dann haben wir eine romantische Reise durch Südengland,
Es gibt eine Reportage über die neue Sexpille, ob sie jetzt Segen oder Fluch für die Frau ist. Es geht darum, wie man ein gutes Paar ist. Neue Mäntel und klassischerweise, das ist jetzt in dieser Ausgabe nicht drin, gibt es auch immer Tipps, wie man abnimmt. Letztendlich, ich habe das mal versucht zusammenzufassen unter dem Begriff Kochen, Haare und Männer deuten. So, das ist so ein bisschen immer die sich durchziehende Linie in so klassischen Frauenmedien. Also die ein klassische Frauenmedien, die vor allem deswegen klassische Frauenmedien sind, weil sie ein klassisches Frauenbild zugrunde legen. Und das ist das Hauptkennzeichen. Dann hatten wir gerade schon die Rede von der Barbara. Die habe ich zufällig am Freitag, als ich nach Frankfurt gefahren bin, im Bahnhofskiosk gefunden und dachte, ah ja, cool, da hatte ich schon von gehört, kaufe ich mir gleich mal. Hier unten steht, ohne Diät-Workout und To-Do-Listen. Fand ich super, aber hat dann doch meine Erwartung nicht so ganz erfüllt, weil letztendlich auch hier ein sehr klassisches Frauenbild zugrunde liegt. Und das ist im Jahr 2015 für mich dann doch so ein bisschen überraschend, weil ich aus dem Netz anderes kenne. Ich leg das jetzt mal zur Seite. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Begriff Frauenmedien. Also wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, was ist so typisch, was bedeutet das mit den Frauen in Frauenmedien? Was sind eigentlich Medien? Nochmal ganz kurz, die Bundeszentrale für politische Bildung sagt, Medien ist ein Sammelbegriff für alle audiovisuellen Mittel und Verfahren zur Verbreitung von Informationen und Bildern. Nachrichten und so weiter. Es geht darum, man hat eine Botschaft, man hat Informationen, man hat sicherlich auch irgendwelche Daten, die man verschicken möchte in Form von Bildern, in Form von Text, in Form von Video und so weiter. Und Medien sind eigentlich nur die Verfahren, die dazu genutzt werden, von einer Person zur nächsten diese Sachen zu transportieren. Dass es auch anders geht als immer nur dieses klassische Frauenbild, wissen wir eigentlich schon sehr lange. Wir haben hier ein Cover, leider nur sehr klein. Ich habe kein größeres Bild von damals gefunden. Der Courage von 1979. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat sich da sehr viel drum gekümmert. Also es gibt ein relativ großes Archiv der Courage bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da kann man sich durchwühlen und gucken, was da eigentlich so alles drin stand. Und eins der das Motto der Courage war, damit die aufrührerischen Gedanken zirkulieren können. Das fand ich ziemlich super, weil man da auch gerade bei der Themensetzung schon gemerkt hat, dass es eine sehr andere Herangehensweise war. Also Themen der Courage waren klassischerweise, weiß nicht, häusliche Gewalt, Vergewaltigungen. Sie haben auch über den eigenen Tellerrand hinausgeguckt. Wie geht es Frauen in anderen Ländern? Was ist mit Klitorisbeschneidung? Was ist mit verschiedenen Krisen, Weltpolitik? Wirtschaft war ein sehr wichtiges Thema. Prostitution. Alles, was wir eigentlich heute im Netz vor allen Dingen, aber auch noch in verschiedenen Printmedien, zum Beispiel im Missy Magazine, das da immer sehr vorbildlich rangeht. Also alles, was uns auch heute beschäftigt, wenn wir kein klassisches Frauenbild nehmen, sondern wenn wir versuchen, ein sehr viel politischeres Frauenbild zu nehmen, eins, das über dieses, ne, wie ich sagte, Haare kochen, Männer deuten hinausgeht, das hatte die Courage schon. Und das Tragische ist so ein bisschen, dass sie leider damit nicht überleben konnte. Also sicherlich hat es auch damit zu tun, dass es einen Kampf gab oder eine große Konkurrenz gab mit der Emma damals. Ich stecke überhaupt nicht in den Konflikten drin, die da gelaufen sein mögen. Ich kann sie mir so ein bisschen ausmalen, aber das mögen dann andere, die damals vielleicht dabei waren, mir vielleicht auch gerne nachher erzählen, wie sie das erlebt haben. Ja, also es gibt sehr verschiedene Frauenmedien. Das ist jetzt auch eine totale Binsenweisheit. Das ist auch bis heute so, also mit unterschiedlichsten Themen, unterschiedlichsten Fokus, unterschiedlichsten Zielgruppen. Und das Thema Zielgruppen ist ein sehr wichtiges Thema bei Medien, vor allem bei Totholzmedien. Also Totholzmedien sind die auf Papier gedruckten. Wir aus diesem Netz nennen immer das. Denn wenn man ein Medium druckt, dann muss man sich ja die Frage stellen, wie viel drucke ich davon? Und die Frage, wie viel drucke ich davon, hängt direkt damit zusammen, wie viele glaube ich denn, dass es lesen? Und die Frage, wie viel glaube ich denn, dass es lesen, hängt direkt damit zusammen, ja, wer liest es denn? Wer ist denn vermutlich die Gruppe, die ich anspreche? Und das Problem, was diese Medien dadurch auch gleichzeitig haben, ist, dass sie sich mit diesem Gedankengang überlegen,
womit erreiche ich denn möglichst viele Leute, sodass ich möglichst viel drucken kann, sodass ich möglichst viel verkaufen kann. Das heißt, es ist in dieser ganzen Zielgruppenlogik immer auch schon sehr viel PR dabei. Und das hat man, glaube ich, dann auch bei der Courage wahrscheinlich gesehen. Es ist einfach vielleicht eine zu kleine Zielgruppe gewesen, um am Ende überleben zu können. Und das ist das, ich hatte vergangenes Jahr, weil gerade auch mein Buch angesprochen wird, ein sehr komisches Gespräch dazu in meinem Verlag. Mein stellvertretender Verlagsdirektor fragte mich, ja, was für eine Zielgruppe hast du eigentlich mit diesem Buch? Und ich saß da und sagte, naja, alle Menschen. Ja? Und er meinte nur, nein, das geht nicht. Also sowas gibt's nicht. Das geht nicht. Du musst genau definieren, was ist deine Zielgruppe. Und ich sagte, ja, aber das kann ich nicht. Ich weiß ja gar nichts über meine Zielgruppe. Und das ist dann, trafen dann zwei Welten aufeinander, weil ich tatsächlich, naja, ich schreibe jetzt seit 2005 in dieses Netz. Und das funktionierte von Anfang an so, dass ich gedacht habe, okay, was sind die Themen, die mich super, super interessieren? Dazu schreibe ich. Und dann gibt es nach diesem Muster to whom it may concern, also wen es eben interessiert, darum, die finden sich dann um dieses Thema. Das heißt, es ist ein Thema da, eine Interessengruppe, eine Frage, ein Problem. Und um diese Frage herum finden sich dann Menschen. Das heißt, die Zielgruppe ist nicht der erste Schritt, sondern die ergibt sich eben. Und irgendwann versucht man vielleicht auch für die Zielgruppe zu schreiben. Also das ist dann das ganze Thema Professionalisierung, auch im Netz. Aber traditionell sind Blogs erstmal so, dass Leute anfangen, was zu schreiben. Podcasts waren so, dass Leute erstmal anfangen, was zu erzählen. Auch auf YouTube gibt es sehr viele, eher aus diesem Nischenbereich, die einfach Dinge erzählen. Und die Frage ist dann eben, wer sind dann eigentlich die sogenannten Gatekeeper im Netz? Also bei Zeitungen funktioniert es eben so, wir kennen das irgendwie alle, jede Zeitung ist, wenn sie den Leser erreicht, das Ergebnis einer ganzen Serie von Selektionen. Ich glaube oder kann mir vorstellen, dass es den Journalistinnenbund auch deswegen gibt, weil diese Selektion traditionell eher zu Ungunsten von so manchen Frauen abgelaufen sind. Ich weiß nicht, wie sehr das heute noch ein Thema ist, aber eine Zeitung hat einfach nur begrenzt Platz und je nachdem, wer da eben an der entscheidenden Stelle sitzt, meine Kinder würden sagen, es kommt drauf an, wer der Bestimmer ist, kommen halt manche rein und manche nicht. Und auch da spielt es natürlich wieder eine große Rolle, welche Zielgruppe haben wir, was denken wir, was sich am besten verkauft sozusagen, neben natürlich ganz normalen Nachrichten, aber welche Reportage, welcher Bericht, welches Thema ist gerade etwas, was total viele Menschen interessiert. Und das geht nicht immer unbedingt zugunsten von Frauenthemen, wie sie vielleicht die Courage oder das Missy Magazine vertreten, aus. Im Internet ist der Gatekeeper, würde ich sagen, plötzlich ganz anders gelagert. Das ist im Grunde eher eine Art Suchmaschine. Also man kann zu jedem Begriff etwas finden. Man kann zu jedem Begriff, den man eingibt, sei es Feminismus, sei es Prostitution, sei es Genitalbeschneidung, sei es was auch immer, Leute finden, die dazu was geschrieben, gesagt, aufgenommen, Bilder gemacht haben. Und das verdreht natürlich so ein bisschen diese ganze traditionelle Aufteilung von Sender und Empfängern oder Senderinnen und Empfängerinnen. Ja, Gleichgesinnte können sich viel einfacher finden. Das ist eigentlich das, was auch gerade für den Feminismus im Internet so eine große Rolle gespielt hat. Viele Leute saßen wahrscheinlich vorher bei sich zu Hause, sei es auf dem Land, sei es in der Stadt, in der Kleinstadt, egal wo auf der Welt und haben gedacht, toll, mit meiner Einstellung und meiner Haltung bin ich hier allein. Es gibt hier niemanden, der so denkt wie ich. Ich sag dazu vielleicht auch lieber nichts. Oder wenn ich eine Interessengruppe organisieren würde, vielleicht kommen dann vier Leute, wenn es hochkommt. Das ist mir zu deprimierend, das lohnt sich nicht. Im Internet haben diese Leute, die an ihrer Stelle vielleicht alleine waren, die Chance plötzlich gehabt, sich ortsunabhängig miteinander zu vernetzen, bestimmte Themen miteinander zu diskutieren. Es gibt Lesekreise, es gibt Austausch über Twitter, über Facebook, man schreibt Blogs zusammen und so weiter. Also man hat einfach so eine ganz neue Dynamik schaffen können und die ist auch entstanden. Also das ist jetzt eine Geschichte, die ich schon tausendmal erzählt habe. Gibt es verschiedenste Beispiele. Feministing.com in den USA, eine Riesen-Community geworden. Es gab in Deutschland die Mädchenmannschaft, das Genderblog, das Mädchenblog. Alle hatten irgendwie miteinander ein bisschen zu tun. Es gab Konferenzen dazu und so weiter und so fort. Also man traf sich plötzlich, man arbeitete zusammen. Genau. Es wird
oft gesagt, dass das Internet die Art und Weise, wie gesendet und empfangen wird, verändert habe, in dem Sinne, dass diese Dichotomie, diese alte Dichotomie zwischen Senderinnen und Empfängerinnen aufgehoben wird. Und Stefan Münker sagt dazu, dass das Internet eben die Strukturen unserer Öffentlichkeit und die Funktionsweisen politischer und gesellschaftlicher Kommunikationsprozesse ändert, dass es Einzelnen einfacher macht, sich in politische Debatten einzumischen über die verschiedensten Kanäle, die das Internet zur Verfügung stellt, dass es institutionelle Grenzen durchlässiger mache und Entscheidungsprozesse transparenter. Soweit die Theorie. Und dass es eben dadurch sehr viel interaktiver wird. Das heißt, für ihn demokratischer und partizipatorischer, was in vielen Teilen sicherlich auch stimmt. Also man sieht im Internet einfach eine viel größere Anzahl oder eine viel größere Diversität an Meinungen und Themen und ganz viele Themen, die für uns in der Debatte heute wichtig sind, zum Beispiel die ganze Prostitutionsdebatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sichtbarkeit gerade auch von einzelnen Prostituierten durch solche Medien wie Twitter, Blogs, Podcasts viel größer geworden ist, weil man denen einfach folgen kann. Also zum Beispiel, ich folge relativ vielen Sexarbeiterinnen auf Twitter und bekomme aus deren Alltag ziemlich viel mit. Und das macht natürlich was mit einem, wenn man zum Frühstück erstmal liest, was die andere frühstückt. Also es ist so eine Alltäglichkeit, auch so eine Nahbarkeit. Und dadurch entstehen einfach viel breitere Allianzen, als es sie vielleicht früher gab. Zum Thema Themen nochmal zurück. Also ich hatte ja bei der Brigitte gesagt, sehr klassisches Frauenbild. Und ich habe, glaube ich, im Moment so ein bisschen den Eindruck erweckt, als gäbe es das im Netz nicht. Das ist natürlich Quatsch. Also wenn man guckt, wer im Netz als Frau erfolgreich ist, sei das jetzt auf YouTube, sei das in den Blogs, dann mussten wir feststellen, also wir, das ist diese Gruppe Frau Lila, das sind Susanne Klingner, Barbara Streidel und ich. Wir haben uns in der Medienmannschaft, diesem feministischen Blog, kennengelernt, haben lange zusammen gebloggt, machen mittlerweile zusammen alle zwei Wochen Podcasts und eben auch diese Featurette. Die Featurette ist ein Bloggerinnenmagazin, nennen wir es, das sich von selber erstellt. Das läuft so, dass wir Bloggerinnen suchen für diese Seite. Wir abonnieren dann deren RSS-Feed und jeder Blogpost, den sie veröffentlichen, landet dann dort. Das ist ein Magazin, das mittlerweile aus über 80 Bloggerinnen besteht. Das heißt, wir kuratieren nicht den einzelnen Text, sondern wir kuratieren das Blog. Wir gucken, gefallen uns die Texte, gefällt uns die Herangehensweise, gefällt uns das Thema. Und was wir sehr stark versuchen, ist eigentlich eine Themenvielfalt hinzubekommen jenseits des klassischen Frauenbildes. Was wir zum Beispiel immer wieder händeringend suchen und was einfach schwierig ist zu finden, ist Blogs von Frauen, die über Wirtschaft schreiben. So ganz klassisch. Politische Blogs sind schon einige dabei. Es gibt Frauen, die über Technik und Wissenschaft schreiben. Das ist alles da, aber oft neben diesen ganzen Alpha-Bloggern, und ich nehme jetzt absichtlich die männliche Form, die sich einfach auch schon etabliert und vernetzt haben, sind sie manchmal weniger sichtbar. Also unser Hauptanliegen mit dieser Seite war eigentlich auch Sichtbarkeit zu zeigen für Frauen, die vielleicht eher in der Nische bloggen. Das ist jetzt hier so ein Screenshot von gestern. Ich dachte, ich mache einfach irgendeine Stichprobe und erzähle so ein bisschen was dazu. Man sieht hier einen Blog von Jonelle, die sehr viele politische Sachen schreibt, auch sehr viel über das Thema Sexualität, klassische und nicht so klassische Beziehungen, Liebe. Hier geht es gerade um Flüchtlinge, also Flüchtlinge und die ganze Flüchtlingsdebatte, die gerade in Deutschland stattfindet, ist ein sehr wichtiges Thema, auch in der Featurette. Wir haben viele Frauen, die sich da sehr engagieren. Mareike Kaiser ist zum Beispiel eine, die mit ihrem Blog Kaiserinnenreich sehr viel Aufmerksamkeit für das Thema hat und sich aber gleichzeitig auch in dieser Kampagne Kreuzberg hilft, engagiert und Sachen sammelt und da ganz viel wuppt. Wir haben mit Mutterseelen Alleinerziehend einen Blog, wo es um das Alleinerziehen geht, also die Schwierigkeiten und Probleme von Alleinerziehenden in Deutschland, mit verschiedenen Gastbeiträgen auch oft, Porträts von Müttern, das sehr ehrlich versucht,
einfach darüber zu sprechen, welche Probleme bringt es mit sich. Wir haben einen Blog von einer Frau, die über Demenz schreibt, also über ihre demente Oma und das Leben mit ihr und welche Probleme da auf sie zukommen. Das heißt Demenz für Anfänger und so weiter. Also ich könnte jetzt ewig weitermachen. Wir haben eine Podcasterin, die über Vorgedacht heißt der Podcast, über Philosophen aus der Antike und dem Altertum spricht und die einfach vorstellt in so kurzen 20-minütigen Statements, also wo sie einfach erklärt, der hat das und das gesagt und das und das gedacht. Manchmal hat sie auch so Themen-Spezials. Also das sind alles theoretisch eher so Nischen, aber es funktioniert. Die finden, die sogenannten Nischen haben im Internet eben eine größere Chance, ihr Publikum zu finden, als sie das in solchen klassischen Medien wie Bücher, Zeitungen und so weiter haben. Ja, Netzwerke. Wir haben jetzt hier das Beispiel Missy Magazine, weil das ein sehr schönes Beispiel war, wie im Internet eben auch richtig konkret Sachen auf die Beine gestellt werden können. Das Missy Magazine hatte, und das kannst du nachher alles noch viel ausführlicher erzählen, ein Crowdfunding gestartet, um eben die eigene Arbeit noch besser zu machen, weil es ist jetzt kein großes Geheimnis, dass ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Tradition in Medien, die von Frauen gemacht werden. Selbstausbeutung spielt eine große Rolle. Viel Geld gibt es meistens nicht und dann muss man sich natürlich überlegen, oder es ist dann oft so die Frage, mache ich entweder, also mache ich gar nichts und sage ich gar nichts oder mache ich es zum Selbstausbeutungspreis. Deswegen ein sehr schönes Beispiel, fast 50.000 Euro sind zusammengekommen, um einfach diese Arbeit zu unterstützen und die Selbstausbeutung ein bisschen zu minimieren. Und das ist genau das, was im Netz so super funktioniert. Über Nacht können plötzlich Netzwerke entstehen, können Kampagnen um die ganze Welt gehen. Da gab es den Aufschrei, da gab es die Slutwalks. Es haben Leute geschafft, einen Minister in einem Wiki, in so einem Plug-Wiki zu demontieren, also indem sie einfach seine Doktorarbeit auseinandergenommen haben. Es haben Leute geschafft, jetzt gerade am vergangenes Wochenende, 150 bis 250.000, da unterscheiden sich natürlich wieder die Zahlen zwischen Veranstaltern und Polizei, Menschen gegen das TTIP-Abkommen auf die Straße zu bringen. Es gibt von Korrektiv genau zu diesem Thema TTIP eine Anlaufstelle, wo Leute anonym Informationen, Daten, die sie dazu haben, hochladen können. Also so eine richtige Whistleblowing-Anlaufstelle. All solche Sachen sind im Grunde ohne das Netz schwer vorstellbar. Und es ist eine große, große Chance für Themen, für Menschen, die in der sogenannten Nische sind und trotzdem gute Arbeit machen wollen, weil sie einfach, ja, ich wiederhole mich, es ist einfacher, ein Publikum für das zu finden, was man macht. Aber es gibt natürlich auch klassische Konflikte. Das ist hier ein Artikel aus der Courage von 1982. Ich fand es sehr interessant, diesen Artikel zu lesen. Es geht um das Thema Trashing. Trashing bedeutet, ja, zum Müll machen, genau. Es ist ein Begriff, der tatsächlich in dieser feministischen Bewegung damals entstanden ist, weil es sehr viele innerfeministische Konflikte gab. Es gab da zum Beispiel auch den Spruch, Sisterhood is powerful, it kills mostly sisters. Und dummerweise wiederholen sich diese Konflikte auch ein Stück weit, und zwar auch im aktuellen Netzfeminismus, es gibt harte Konfliktlinien, es gibt, man weiß immer gar nicht so recht, woran es liegt. Ist es jetzt wirklich eine inhaltliche Auseinandersetzung? Ich habe oft den Eindruck, dass es eigentlich keine inhaltliche Debatte ist, sondern dass oft einfach Menschen miteinander nicht so richtig klarkommen. Ein Beispiel, was mir einfällt, ist die sogenannte Blog-Empfehlung gewesen. Das war vor 2-3 Jahren ein Account auf Twitter, der anderen empfohlen hat, wen man blocken sollte, und meistens waren das irgendwelche Maskulisten und Nazis. Plötzlich tauchte da drin, tauchte dazwischen die Autorin von Mutterseelen alleinerziehend auf, die dann anderen empfohlen wurde zu blocken. Also es sind solche Mechanismen. Das jüngste Beispiel, das ist die alte Version gewesen. Okay, das jüngste Beispiel ist jetzt hier leider nicht in der Folie, aber ich versuche es zu erzählen. Es gibt eine Comiczeichnerin, sie nennt sich Erzähl mir nix, die seit, ich weiß gar nicht, 2, 3, 4, 5 Jahren relativ einfache Comics zeichnet mit so Strichmännchen und Blasen, die Text beinhalten. Und die hat jetzt den letzten
Shitstorm in Anführungszeichen abbekommen. Das ist dann das, was genau eben auch entstehen kann, also dass Leute sich verbünden gegen andere Leute, nicht um für ein Anliegen, sondern gegen eine bestimmte Person. Das passiert gerne eben auch Feministinnen. Das gibt es aus allen verschiedenen, also allen möglichen Richtungen. Es gibt die Maskulisten, die sich in ihren Maskulistenforen zusammenrotten und dann planen, eine Feministin fertig zu machen, sei das jetzt, weil sie einen Artikel in einer größeren Zeitung geschrieben hat, und dann verabredet man sich eben und setzt darunter entsprechende Kommentare oder sagt auf Twitter irgendwelche Sachen. Es gibt es aber eben auch in die andere Richtung, dass sich Feministinnen zusammenrotten können, was man dann meistens nicht als Shitstorm bezeichnen würde. Aber manchmal ist es eben auch sehr nah dran, und das ist dieser Erzählen mir nichts passiert. Sie hatte, ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war. Auf jeden Fall hat jemand sich dann die Mühe gemacht zu gucken, welche ihrer Comics eigentlich nicht in Ordnung sind. Und es gab dann eine Liste im Internet, die dann auch eben empfohlen hat, diese Person nicht zu retweeten, nicht zu verteilen, nicht ihr nicht zu folgen und so weiter. Also sie auszugrenzen, sie knallhart einfach auszugrenzen. Wobei es in dem Fall eben besonders tragisch war, weil sie selbst sich als Feministin bezeichnet hat und auch sehr schöne antimaskulistische Comics gezeichnet hat. Ja, das ist so ein bisschen der Punkt zum Thema Konflikte. Vielleicht können wir darüber dann nachher auch noch kurz reden. Nochmal zurück zum Thema Kohle, also Geld und Stabilität, was neben Crowdfunding für Möglichkeiten im Internet mittlerweile dort entstehen, ist ganz interessant, weil einfach die letzten 10 Jahre die meisten Menschen so vor sich hingeblockt haben oder hingepodcastet oder hingevideot oder was auch immer und dafür erstmal nichts zurückbekommen haben. Es sind dann verschiedene Plattformen entstanden, sicherlich auch implementiert in den Plattformen sowas wie Werbung. Also man kann bei Facebook Werbung für sich schalten, das ist, kostet einen dann Geld. Man kann aber zum Beispiel bei YouTube auch einbauen, dass in die eigenen Videos Werbung geschaltet wird. So, und das ist dann ein großer Streit gewesen vor, ich weiß auch nicht, 5 Jahren oder so, ob Werbung in den Blogs überhaupt erwünscht ist oder nicht. Viele Leute finden Werbung nicht gut, weil sie dann das Gefühl haben, sie sind abhängig von denen, für die sie Werbung machen. Deswegen gibt es Plattformen wie Flatter, wo man mit einem Klick eine kleine Spende geben kann. Es gibt mittlerweile Patreon aus den USA, leider noch kein europäisches Pendant bisher da, also man bezahlt dann in Dollar, aber dort haben es tatsächlich auch schon sehr viele Frauen zum Beispiel in der Podcasting-Szene geschafft, sich ein Auskommen zusammenzustellen, weil Leute einfach sagen, okay, ich spende für jede Episode, die diese Frau veröffentlicht, irgendwie $5 oder ich spende dieser Frau im Monat einen Betrag von $10 oder $20, damit sie einfach leben kann. Und das funktioniert ziemlich gut. Auch da findet eben eine Person ihr Publikum wesentlich einfacher als bislang. In den Totholzmedien. Mir wurde die Uhr gezeigt, meine Stimme verlässt mich sowieso. Von daher, ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Das gehört leider eben auch mit zu meinen Aufgaben. Und dass ich noch aus der Ära der Totholzmedien stamme, obwohl ich also bei einem audiovisuellen Medienunternehmen gearbeitet habe, habe ich selber daran auch gemerkt, dass ich vergessen habe, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie natürlich von hier aus twittern können und wir an 2 Stellen, ich glaube einigermaßen lesbar, dann eben auch den Hashtag hier ausgehängt haben. Er war leider nicht mehr da drauf zu bringen. Also Hashtag JB Medienlabor 15. Ich glaube, die ganz Gewieften haben den längst entdeckt. Und ich weiß immer noch nicht genau, wie das geht, zuzuhören, vielleicht sogar mitzudiskutieren und gleichzeitig zu schreiben. Vielleicht lerne ich das mit meinen Enkelinnen. Ich arbeite da dran. Aber jetzt möchte ich meine Gäste bitten, auf das Podium zu kommen. Ulrike Fischer, Dagmar Kieselbach, Theresa Bücker und Stefanie Lohaus. Vielen Dank, dass Sie auch ohne Aufforderung den Auftrittsapplaus spenden. Oh ja, auch grün hätte auch gut gepasst, aber ich nehme mal die Mitte. Rebecca Bierheide hatte eben die Gäste ja fast schon vorgestellt und auch ihr Bedauern, unser Bedauern ausgedrückt, dass Zineb Al-Masra krankheitsbedingt sehr kurzfristig hat absagen müssen.
was ich schade finde, weil es auch die Generationenbilanz oder Balance hier so ein bisschen durcheinander bringt. Das hätte ja noch ganz anders ausgesehen dann mit ihr. Und es wäre sicher auch spannend zu hören gewesen, was Sie als Gazelle-Gründerin 2006 beginnend bis 2009 dann als Printausgabe, seitdem online für die eingewanderten jungen Frauen mit muslimischen und sonstigen Wurzeln in diesem Magazin macht, warum sie das macht, das kann man, wenn man ihr Buch beispielsweise liest, Muslim Girls, jetzt mache ich dafür auch nochmal Werbung, in aktualisierter Ausgabe bei Herder erschienen, da kann man einiges drüber erfahren. Vielleicht hat sich der eine oder die andere gefragt, warum sitzt hier Alice Schwarzer nicht, vielleicht nur noch dazu. Wir vom Journalistinnenbund, und ich rede jetzt auch für mich, finden, dass Steuerhinterziehung kein Kavaliers- oder Kavalierinnendelikt ist und der Fall ist hängig und wir finden, das verstößt gegen unsere Werteauffassung und deswegen auf eine Einladung verzichtet haben. So, und jetzt die tollen Frauen hier und alles das, was sie so wunderbar machen. Ich habe mich mit ihnen eben darüber unterhalten, wie wir es halten wollen. Ich duze sie alle gerne und sie waren sogar so nett zu sagen, dass sie das auch mit mir so machen würden. Obwohl wir in großen Teil uns heute erst hier kennengelernt haben. Ich möchte eine erste Runde machen, in der jeder Einzelne nochmal die Gelegenheit hat, was zu ihrer Arbeit zu sagen. Und danach wollen wir die gemeinsamen Themen aufgreifen, die in dem ersten Panel möglich sind, bevor Sie es dann in den Gesprächsrunden mit den Gästen vertiefen können und wir uns hinterher dann nochmal zu einer visionären und selbstkritischen Befragung hier zusammenfinden, um darüber zu reden, welche Aufgaben wir für die Zukunft für uns sehen. Theresa Bücker, ich fange einfach alphabetisch an, ist ja eben schon als Redaktionsleiterin, ich glaube aber im Moment in Mutterschutz, nicht mehr, wieder da, alles wunderbar, von Edition F auf angeführt worden. Sie ist vielen, denke ich, auch bekannt, weil sie die erste Referentin für Social Media bei der Bundestagsfraktion der SPD mal gewesen ist und beim SPD-Parteivorstand. Aber Edition F ist eben das, was unser Anknüpfungspunkt auch für das Gespräch ist, eine unabhängige Online-Plattform, wo aus weiblicher Perspektive oder weiblichen Perspektiven über Wirtschaft, Politik und Gesellschaft berichtet wird. Eine engagierte Community gehört dazu, Texte steuert die beiden Jobbörse, ist auch schon mal ausgezeichnet worden. Das ist auch immer gut für das Produkt, was man macht. Und Crowd Investment ist auch eine wichtige Sache für Edition F. Theresa, ist Edition F eine feministische Publikation? Fangen wir doch gleich mit dem Wichtigsten an, ne? Mit dem Leichtesten auch, ne? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage für uns. Also ich bin durch und durch Feministin, das auf jeden Fall. Die beiden Gründerinnen Nora Wohlert und Susanne Hoffmann bezeichnen sich selber auch als Feministin. Wir müssten natürlich gucken, welche Schwerpunkte setzen wir da, welche feministischen Perspektiven bringen wir ein. Und wir haben sicherlich auch manchmal Themen oder Haltungen auf der Plattform, die man nicht als feministisch bezeichnen würde. Also ich glaube, was uns ausmacht, ist, dass wir verschiedene weibliche Perspektiven zusammenbringen. Und aus der aktuellen laufenden Plattform, was wäre nicht feministisch in deiner Sicht? Also wir bekommen auch tatsächlich manchmal Vorwürfe von Leserinnen und Lesern, die sagen, wir haben Themen auf der Plattform, die in eine neoliberale Richtung gehen. Mhm. Oder sich zu sehr dem kapitalistischen Mainstream unterwerfen. Denken das vielleicht auch deswegen, weil ihr Kooperationen eingeht mit Publikationen wie Handelsblatt oder anderen Wirtschaftsblättern, bei denen das ja jedenfalls genau. In Teilen eben auch die Haltung, die verlegerische und publizistische ist, ja? Und ich würde auch bei unseren Leserinnen und Lesern sagen, das sind Frauen aus allen unterschiedlichen Bereichen, die sich teilweise selbst auch nicht als Feministin sehen und vielleicht über uns so eine Hinführung zu feministischen Ideen bekommen. Hast du auch schon mal Schwierigkeiten mit den Sichtweisen, die deine Kolleginnen da oder die Autorinnen dann einbringen? Nee, das nicht. Okay. Du hast die Leserinnen erwähnt. Was wisst ihr über die? Also wer ist es noch ein bisschen genauer und kann man überhaupt was über Zahlen sagen? Und wenn ja, wodurch ermittelt? Also Zahlen können wir natürlich sagen. Wir sind jetzt seit knapp über einem Jahr im Netz und erreichen im Monat 250.000 Leserinnen und Leser.
wir sind von dem Erfolg selber auch so ein bisschen überrumpelt worden. Also ich hätte das am Anfang wirklich nicht gedacht. Und ich würde uns als lernendes Medium bezeichnen. Also wir lernen tatsächlich auch ganz, ganz viel über die Leserinnen, was sie interessiert, was sie nicht interessiert, wer sie sind. Und wir haben eine Kernzielgruppe, die sich so rauskristallisiert hat. Die Frauen sind etwa zwischen 25 und 35. Wir haben aber auch sehr viel jüngere und sehr viel ältere Leserinnen. Also das deckt eigentlich so die komplette Spanne ab Schulabschluss bis ins Renteneintrittsalter ab. Und würdest du sagen, sagen wir mal eher Mittelschicht oder also etablierte, wohl installierte, ja, auch mit guten Einkünften schon, und Karriereoptionen oder schon Karriereabschlüssen? Das ist auch gemischt. Also ich würde sagen, größtenteils Mittelschicht, ja, aber auch aus anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also wir lernen tatsächlich immer noch, wer liest das eigentlich, und wir versuchen natürlich auch, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und da breiter zu werden. Aber diese Themen eben, berufliche Positionen, Karrierewege, was damit für Businesswomen zu tun hat oder so, spielen ja bei euch auch eine breite Rolle. Das spielt eine große Rolle, ja. Aber also ich glaube, das ist für mich eine sehr wichtige Position, dass wir Frauen nicht nahelegen wollen, dass ihr Karriereziel Vorstandsvorsitzende ist. Und ich glaube, dass also das wo wir doch da gerade die Quote fordern, oder? 30%? Ja, das fordert schon, ihr die aber nicht? Also was wir im Gespräch mit den Leserinnen erleben, ist, dass es eben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was bedeutet eigentlich eine Karriere für mich, was bedeutet berufliche Verwirklichung für mich. Und das sind eben ganz unterschiedliche Ziele. Und ich glaube, das muss man auch würdigen und jetzt nicht, also das hat mich an der Quotendebatte immer so gestört, dass da dieses Szenario aufgemacht wurde, Frauen müssen jetzt Karriere machen und müssen auch ganz nach oben wollen. Und das sehen wir komplett anders. Und das ist natürlich für die Kassiererin an der Aldi-Kasse auch kein Thema, ne? Nö. Aber die habt ihr ja wahrscheinlich nicht hauptsächlich. Aber das ist auch kein Vorwurf, das ist einfach nur eine Feststellung. Bis jetzt erstmal danke schön. Ihr merkt, ich mache es jetzt alphabetisch und deswegen ist Ulrike Fischer dann dran. Von ihr wurde ja auch schon gesagt, dass sie also eine breite Erfahrungspalette an Tätigkeiten in, wie hast du nochmal gesagt, Katrin? Totbuch. Totholzmedien, Totbuch. Also bei mir führt es schon zu Kurzschlüssen. Du merkst das, Totholzmedien. Ulrike Fischer hat in sehr prominenter Position bei Petra gearbeitet. Sie war erst bei der Brigitte, Gründungschefredakteurin von Brigitte Young Miss, war Chefin bei Marie Claire, stellvertretende Chefredakteurin bei Women und 5 Jahre dann Petra, hat dann aber aufgehört und ist jetzt für ein Stadtmagazin zuständig. Und wir sind sehr froh, dass du gekommen bist, weil ich denke, du hast wirklich einen großen Erfahrungshintergrund. Und ich würde dich gerne erstmal fragen, Brigitte war ja nun hier schon erwähnt, Petra auch. Die sind alle da und es kommen ja immer neue. Und ich finde auffallend übrigens, dass diese Zeitschriften alle Frauen, also Namen von Vornamen tragen. Und dann habe ich mir überlegt, was gibt es eigentlich für Männerzeitschriften? Die heißen dann Playboy, Men's Health oder Beef oder sonst wie irgendwas. Das ist ein interessanter, also das ist nur das, was mir assoziativ eingefallen ist. Aber das will ich nicht mit dir besprechen. Horst ist neu, ja. Brigitte und Petra, immer noch hohe Auflagen, aber doch eigentlich sinkende Schiffe, oder nicht? Ja, also ich muss jetzt nochmal was gegen die Totholz-Geschichte sagen. Das mag ich nicht. Ich finde, das ist diskriminierend. Also hat mich, muss ich einmal kurz vorweg sagen, wenn man selber, ich habe jetzt seit, glaube ich, 25 Jahren insgesamt für Printmedien gearbeitet und würde schon sagen, die haben auch einiges bewegt. Die Brigitte hat sich natürlich verändert. Aber man muss einfach mal auch ganz deutlich sagen, dass Brigitte in besseren Zeiten, also wo man den Anzeigen nicht so hinterherrennen muss und die Auflagen hoch waren, die haben ganz viel frauenbewegte Dinge gemacht. Und ich kann jetzt nur Hildegard Bode, die nicht hier ist heute Abend, die ich sehr, sehr lange kenne, die hat irgendwann zu mir gesagt, weißt du was, Ulrike, die Brigitte hat die Frauen von sich wegemanzipiert. Die haben zu viele kritische Themen gebracht, sodass die Frauen irgendwann gesagt haben, diese Schminktipps, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und das fand ich sehr interessant, als sie das gesagt hat. Für mich war das eine gute Erfahrung. Ich würde aber trotzdem sagen, dass das, was an neuen Bewegungen jetzt da ist, also ob das jetzt Edition F ist, Missy Magazine, habe ich mir gerade nochmal angeguckt, das ist schon wahnsinnig wichtig und unterstützenswert. Das Riesenproblem ist die Kohle. Das wird auch so bleiben. Und da muss man sagen, das Problem bei uns damals, als ich angefangen habe, Young Miss zu machen, das hat alles die Brigitte finanziert.
Wir haben damals Themen gemacht wie Wer das liest, ist klug. Das war ein Heft für junge Mädchen, wo wir riesengroße Buchspecials gemacht haben, wo es darum geht, welche Karrieren man machen kann. Das war relativ neu, bis dann eine Zeitschrift kam, die hieß Glamour. Mhm. Und dann gab es Sex and the City. Da ging es plötzlich ganz viel um Klamotten. Und Glamour war ein Riesenerfolg, muss man sagen, ist es auch bis heute. Mhm. Trotzdem habe ich mal gedacht, ich guck mal wieder in eine Glamour rein, was machen die denn heute eigentlich? Und musste so lachen. Finde erstmal darauf, männlich-weiblich, Genderbending, von der Lust, die Welt auf den Kopf zu stellen. Mhm. Und wer heute vielleicht nochmal einen Test machen möchte, sind Sie Feministin? Das fand ich sehr interessant. Hi. Und da gibt es dann einmal die Vollblutfeministin, die Halbblutfeministin und dann die Kaltblutfeministin. Wo hast du dich eingeordnet? Ich bin tatsächlich eine Halbblutfeministin, nachdem ich diesen Test gemacht habe. Also ich muss sagen, ich war überrascht. Ich habe gesehen, dass die Themen, die im Glamour drin sind, auch im Missy Magazine drin sind. Und das macht dann einfach Spaß, beides als Journalistin zu lesen und sich anzugucken, wie gehen die damit um und wie gehen die anderen damit um. Trotzdem würde ich gerne noch was kurzer zu den sinkenden Auflagen sagen, ja, und zu den Anzeigen. Ich habe zuletzt Petra gemacht und würde auch deutlich sagen, sicherlich das ein oder andere Jahr zu lang, weil ich selber mich mit den Themen und auch mit dem Geschäftsfeld so nicht mehr identifizieren konnte. Und ich glaube, dass das viele Frauenmagazine heute haben, die Industrie, alles, was Kosmetik ist, Mode, Anzeigenbusiness, die sind sehr hungrig nach Themen, nach PR-Themen. Und die müssen bedient werden. Was man nämlich auch sehen muss, ist, da arbeiten Menschen, da arbeiten vorwiegend Frauen, die ihre Familien ernähren und die wollen natürlich ihr Gehalt behalten. Und das ist eine Debatte, der muss man sich eben auch stellen. Mhm. Also ich habe großen Respekt. Ich weiß, was die Frauen da alle leisten in den Magazinen, was ich auch selber geleistet habe. Ich habe gut verdient, wirklich. Und meine Familie damit ernährt. Und das ist eben nicht so, dass man sagen kann, dann mache ich das jetzt einfach nicht mehr. Es gibt auch ökonomische Voraussetzungen, die wir alle haben. Und das treibt die Magazine jetzt, wie sie gerade arbeiten, vielleicht manchmal in so eine Klemme rein, dass sie mehr Sachen machen müssen, die sie eigentlich als Frauen nicht machen wollen. Und es sind dann natürlich auch weniger in der Redaktion und auf die wird natürlich noch mehr Druck ausgeübt. Das ist ja bei der Brigitte der Fall gewesen. Wir haben das ja auch erwähnt. Aber ich würde gerne doch nochmal ansprechen, weil du das auch gesagt hast, die Brigitte war offen für Frauenthemen, die Relevanz hatten, und zwar schon bevor die zweite Frauenbewegung Druck gemacht hat und auch zu Thementransfers dann mit beigetragen hat, in die Brigitte rein. Gab es jetzt in der Phase, in der du gearbeitet hast, vor allem für Petra, von feministischer Seite gegenüber dem, was Petra dann macht, oder meinetwegen auch, was du bei Brigitte beobachtet hast, auch Anfeindungen gegenüber den Entwicklungen, die da stattfinden? Bist du selber angefeindet worden? Oder also das passierte, sind das Welten, die quasi nebeneinander ohne Bezug existiert haben? Also als ich das gemacht habe, da gab es, glaube ich, dieses Facebook-Bashing noch nicht so in der Form, wie es das heute gibt. Aber ich bin durchaus in Frage gestellt worden. Also weil jemand, der mich als Mensch und als Person kennt, da gab es schon Situationen, wo er gesagt, wie kannst du denn Petra machen? Da steht 1000 Haarthemen drauf. War Teil dieses Magazins. Aber ich kann nicht sagen, dass ich offen angegriffen worden bin. Es gibt eher so eine Situation, dass Frauen gesagt haben, weißt du was, diesen ganzen Schrott da, Petra und Brigitte, das lese ich alles nicht mehr. Mhm. Wenn ich was lese, lese ich ein Buch. Also das war so eher sozusagen eine Abgrenzung, eine ganz klare. Du hast die ökonomische Frage, nämlich der Abhängigkeit von einem Einkommen, auch für Familien angesprochen oder so. Was war denn eigentlich für dich der entscheidende Punkt und wann war dieser Zeitpunkt dann, wodurch dann auch ausgelöst, als du gesagt hast, das will ich nicht mehr machen oder das muss ich jetzt auch nicht mehr machen, steht vielleicht auch nicht mehr so sehr oder fast gar nicht mehr in Einklang mit dem, was ich denke über die Welt und über meine Sicht auf die Situation von Frauen in dieser Welt? Also dazu muss ich sagen, und da stehe ich auch zu, das war nicht freiwillig. Also es war so, dass ich sagen würde, ich wollte schon eine ganze Weile da raus, aber einmal Frauenzeitschrift, immer Frauenzeitschrift. Das gibt es auch. Ist das so? Gibt es. Gibt viele Leute, die sehr große Vorbehalte haben gegen Menschen, die bei Frauenzeitschriften arbeiten. Aber ich würde trotzdem sagen, das war nicht freiwillig. Es hat sich quasi ergeben. Heute kann ich sehr, sehr wohlwollend sozusagen auf die Frauenmagazine gucken für mich und kann auch sehen, ich weiß genau, was die Leute da arbeiten und dass es ganz viele engagierte Frauen gibt da drin. Ich selber kann aber auch sagen, dass
das gute Geld, was man da verdient hat, das hat einfach auch einen Preis gehabt. Und den würde ich heute sozusagen so nicht mehr zahlen wollen. Und das kam letztendlich tatsächlich nicht dadurch, dass ich hätte es mir schlicht gar nicht leisten können, da einfach aufzuhören, weil ich die Familie ernährt habe. Ich finde, solche Sachen spielen einfach auch eine Rolle. Mhm. Aber im Nachhinein würde ich sagen, dass das so gekommen ist, war wirklich richtig gut. Ich mache übrigens heute ein Magazin für Männer und für Frauen. Stadtflair. Das heißt Stadtflair, und das ist sozusagen für Männer und Frauen, die noch gerne Zeitschriften lesen. Und natürlich sind die vielleicht ein bisschen älter. Das macht aber sehr viel Spaß. Und das sind Leser und Leserinnen. Ich mag immer nicht so gerne das Wort Zielgruppe. Das ist immer so, irgendwie, da ziehe ich dann drauf irgendwie. Aber das sind Leserinnen und Leser, wo ich einfach denke, ja, die interessieren sich für ihre Stadt, was in ihrer Stadt passiert. In Hamburg passiert gerade wahnsinnig viel. Ob es Olympia ist oder wir haben diese riesengroße, ich würde nicht sagen Flüchtlingsproblematik, wir haben eine politische Problematik, mit Flüchtlingen umzugehen. Und da zu gucken, was man da beitragen kann, dass da sozusagen ein Konsens entsteht, dass Menschen sich engagieren, das macht sehr viel Freude. Und dafür ist Print auch immer noch gut. Gut zu hören, danke. Dagmar Kieselbach, Redaktionsleiterin VTV, WDR Fernsehen. VTV ist, wie würde ich sagen, Emma und auch Courage, ja, aus der Frauenbewegung heraus entstanden, 1984 von Inge von Bönninghausen. Erstmal unter dem Titel Frauenfragen auf Sendung gebracht worden, mit einem dezidiert feministischen Anspruch. Natürlich nicht unumstritten, schon gar nicht in so einem großen öffentlich-rechtlichen schwerfälligen Tanker, der zwar eben auch mehr und mehr unter Druck geriet, auch von innen, weil da viele Frauen waren, die klar und offen aufbegehrten. Du leitest das jetzt seit einiger Zeit, VTV, 30 Minuten jede Woche an einem Sendeplatz, 22 Uhr. Ist VTV ein feministisches Magazin und auch als solches quasi programmiert? Ja, also ich finde, VTV ist ein feministisches Magazin, aber auch wir haben, wie alle anderen Kolleginnen, also online und print, das Problem oder das Thema, dass es keine Daseinsberechtigung für ein feministisches Magazin gibt, auch nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Nochmal kurz der Hinweis, Mona Lisa im ZDF bezeichnet sich nicht mehr als Frauenmagazin, sondern als Gesellschaftsmagazin. Wir sind das einzige Frauenmagazin im Moment noch im deutschen Fernsehen, und wir werden auch sehr genau beobachtet und auch in Frage gestellt. Es gibt keinen öffentlich-rechtlichen Auftrag für feministische Themen, anders als Kultur oder Sport. Ist das bei uns, wir brauchen eine Daseinsberechtigung, und die holen wir uns natürlich über die Quote. Das heißt, solange wir erfolgreich sind, solange wir gute Quoten abliefern, werden wir nicht in Frage gestellt und haben auch viele Freiheiten. Das heißt aber, dass wir nicht 30 Minuten Hardcore-Themen anbieten können, schon gar nicht donnerstags abends um 22 Uhr. Obwohl wir nicht, also die letzten Sendungen, die ich natürlich noch aufmerksam gesehen habe, als die ich vorher immer mal wieder gesehen habe, mir vor Augen führe, aufmachen am Donnerstag, am Mittwoch. Es war Donnerstag. Ach ja, ich bin ja aus Freitag gekommen. Donnerstagabend mit einer Frau, die eine schwere Brustkrebserkrankung hat, die übersteht, aber mit einem unglaublichen Lebensmut ausgestattet, über diese Brustkrebserkrankung spricht. Ihr berichtet über eine Frau, die wegen Zwangsprostitution quasi aus Albanien geflohen ist, um diese Frage sicheres Herkunftsland für die Balkanländer dann auch mitzutransportieren an dieser Geschichte. Also das sind ja schon innerhalb eines 30-Minuten-Magazins schon ganz heftige Themen auch. Ne? Ja, wir versuchen immer Schwarzbrot und Torte zu machen. Also ich sag mal zum Beispiel, ein Brustkrebsthema ist, also so wie wir es gerne erzählen, muss es ein emotionales Thema sein, muss es ein Thema sein, was berührt, und darüber erreichen wir dann auch Zuschauer. Die Albanerin, die geduldet ist in Deutschland, die Geschichte, die du angesprochen hast, das ist eine Geschichte, die ist schon ein bisschen heftiger, und die betten wir dann ein, vielleicht auch in Geschichten, die etwas leichter sind, so dass wir so ein bisschen auch die Zuschauerin verführen zu etwas härteren Themen. Aber das ist auch ganz unterschiedlich, der Mix. Aber wir haben schon den Anspruch, auch in jeder Sendung ein feministisches oder gesellschaftspolitisch relevantes Thema anzusprechen. Und das gelingt uns ganz gut, muss ich sagen. Resonanz beim Publikum, also einerseits Quoten und Echo in Reaktionen und Resonanz im Haus oder überhaupt Stellung im Haus,
solange die Quote stimmt, fangen wir mit dem letzten an, ist es okay? Wir haben ganz viele Freiräume, solange die Quote stimmt, ja. Da spuckt uns keiner rein. Aber wir wissen genau, wenn die runtergeht, da wird sehr genau hingeguckt, dann sind wir ganz schnell auch diskutierbar. Stünde dann das Publikum auf, also die Zuschauerinnen und auch Zuschauer, die es ja auch gibt, die werden ja auch immer wieder mal angesprochen. Hm? Deshalb bin ich heute hier, damit ja. Sie... Also... wir haben keine riesige Facebook-Gemeinde. Wir haben, glaube ich, jetzt etwas über 35.000 Facebook-Fans. Wir haben aber eine unheimlich hohe Resonanz. Also wir haben eine, ich habe wieder diesen Begriff vergessen, wie das bei Facebook heißt. Also wir haben sehr viel Austausch, sehr viel Reaktion. Wir kriegen sehr viel Zuschriften. Ich glaube schon, dass was passieren würde. Aber ich bin mir auch nicht sicher, weil es ist, und unsere Zuschauer bestehen zu 2/3 aus Frauen, 1/3 sind Männer. Ich weiß nicht, ob da wirklich eine Welle passieren würde. Klar gibt es einen festen Fanblock, der dahinter steht, der auch sicherlich aufstehen würde und laut werden würde. Aber letztendlich ist Fernsehen eben auch so ein Nebenbei-Medium und ich weiß es nicht. Also wir sind schon sehr abhängig davon, dass wir erfolgreich sind. Mhm. Verhältnis zu anderen feministischen Medien, gibt es da Beziehungen, Kontakte oder thematischen Austausch? Oder? Leider viel zu wenig. Gut, dann ist das ja hier also schon mal die Kontaktbörse auch. Und vielleicht später dann auch noch. Ja, ich meine, wir haben ja auch die Kollegin von Missy Magazine, haben wir alles mal porträtiert ja. Und vorgestellt. Natürlich sind wir... Katrin Rönnecke war diese Woche auch so. Drin, ja. Katrin Rönnecke hat diese Woche einen eigenen Film gehabt. Ja. Klar, wir berichten über sie, wir vernetzen uns da auch, aber es ist noch viel zu wenig, wirklich viel zu wenig, was wir miteinander machen und wo wir uns aufstellen. Wobei ich eben finde, dass die, also gerade jetzt auch ihre beiden oder eure beiden Veröffentlichungen, das sind natürlich, ich finde, da gibt es so viele Parallelen. Allerdings sind wir auch ein bisschen älter. Fernsehen ist ein altes Medium, wahrscheinlich auch irgendwann ein Totholz, nee, das passt da nicht, ne? Das aber geht nichts, das läuft über Strom und Schwellen. Also. ich meine, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat ein Riesenproblem mit jüngeren Zuschauern und Zuschauerinnen. Und jünger heißt in diesem Fall bis 55. Also wenn wir davon sprechen, dass wir junge Zuschauerinnen erreichen wollen, sind es die Zuschauerinnen zwischen 35 und 55. Und die 25-Jährigen, da haben wir beinahe schon die Hoffnung aufgegeben. Das ist, finde ich, eine gute Brücke dann auch gleich zu Stephanie Lohrs, denn das ist ja nun Missy Magazine schon öfter erwähnt und ja auch Mitveranstalter hier dieses großen Kongresses in diesem Hause, das uns auch so freundlich aufgenommen hat. Missy Magazine ist ja nun dezidiert junges Medium, richtet sich doch an ein jüngeres, also jedenfalls U50, würde ich mal sagen, Publikum. Aber die anderen sind nicht ausgeschlossen, die dürfen auch lesen. Das gibt es seit 2008 und mit Gewinn, ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, voriges Jahr zum ersten Mal ein Missy Magazine Heft in die Hand genommen und finde, dass auch ich fühle mich angesprochen, von nicht allen Themen, aber immerhin. Feministisches Magazin, sehr dezidiert, von sehr engagierten Feministinnen auch rausgebracht, 2008 begonnen. Und du bist seitdem auch Herausgeberin und mit in der Leitung. Hast jetzt gerade auch ein Buch rausgebracht, also das muss ich jetzt der Fairness halber doch auch noch sagen, denn Stephanie ist ja auch Mutter, Papa kann auch stillen und das hat sie mit ihrem Partner und dem Vater des Kindes geschrieben und damit zeigen sie sozusagen die 50-50-Welt, die Teilung, die in einer Beziehung dann sein kann. Aber wir wollten nochmal über das junge Publikum reden als Anknüpfungspunkt. Lag ich da jetzt falsch, indem ich das so gesagt habe? Nee, gar nicht. Also unsere durchschnittliche Leserin sozusagen ist eine Leserin und sie ist 27, haben wir festgestellt. Ja, okay, tschüss, ne? Ja, und es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Edition F, glaube ich. Also so der bisschen jünger geht es vielleicht los, 23 bis Mitte 30 sind die meisten Leserinnen, aber es gibt auf jeden Fall auch Frauen darunter und darüber. Und wir haben auch LeserInnen, also auch Menschen, die sich dezidiert nicht in Geschlechterkategorien einordnen möchten und auch ein paar Leser. Und wir haben auch männliche Fans, die Missy für ihre Freundinnen abonnieren.
zum Beispiel. Mhm. Und den Geschenkabos schenken. Genau. Ihr setzt zwar nicht nur auf Print, aber doch auch auf Print. 2008, das sind ja jetzt schon 7 Jahre. Mhm. Gazelle hat das ja aufgegeben, relativ bald. Sicher auch, weil das noch schwieriger war, das zu finanzieren. Das hatte die Sinep mir im Vorgespräch auch mal gesagt. Ihr seid davon überzeugt, dass das auch nach wie vor seine Zukunftsaussicht, Perspektive hat. Ja. Also, wir haben das damals angefangen. Wir sind ja auch, also weil wir selber Print mögen. Ich finde auch nicht, dass es tot ist. ich finde, dass ein Printmagazin andere Qualitäten hat als ein Online-Medium. Also ich merke das auch in meinem eigenen Leseverhalten. Ich sehe mich auch nicht so arg als Netzfeministin. Ich bin natürlich auch im Netz präsent, aber mir liegt das nicht so, also die Art der Kommunikation. Und natürlich ist es so, das merke ich schon, also ich habe schon den Eindruck, dass noch Jüngere, also die Generation der, was weiß ich, 35. Welle, die jetzt nachkommt, also ich sehe halt tatsächlich gerade eine sehr junge Generation, die jetzt nachkommt, die Anfang 20 ist. Und die sind wirklich sehr stark online. Also ich weiß nicht, ob das für die noch, also ob wir sozusagen als Missy-Magazin auch mitwachsen müssen, älter werden müssen. Das ist ja immer die Frage, ob eine Frauenzeitschrift sozusagen immer versucht, die jüngste Zielgruppe irgendwo abzuholen oder ob eben die Leserinnen nicht auch mitaltern. Ne? So, das sieht man ja zum Beispiel auch bei der Neon. Ja, die Neon war ja sehr erfolgreich und das ist ja ein Magazin, was sich an beide Geschlechter richtet, aber sehr stark auf eine Generation zugeschnitten ist. Und diese Generation, die da jetzt nachkommt, scheint es aber nicht mehr so zu lesen. Also die haben schon relativ starke Einbußen. Und da weiß ich jetzt gar nicht so, wie das bei uns ist. Müssen wir jetzt so jung bleiben? Ne? Also ich bin jetzt eben 37, mich interessieren auch andere Sachen als vor 7 Jahren noch. Also versuchen wir eben jetzt verschiedene, also Feministinnen oder Frauen oder Menschen anders zu politisieren im Netz und im oder über Print. So. Welche Rolle spielt für eure Planung nochmal eine enge Bindung zwischen dem Publikum? Und jetzt vermeide ich mal den Begriff Leserin, weil ihr ja eben auch die Geschlechtsbindung nicht unbedingt so seht, dem lesenden Publikum und dem Blatt und euch. Sehr eng, sehr eng. Also ich habe gelernt, das musste ich auch lernen, wir haben das ja gegründet eigentlich, das war ja wirklich im Wohnzimmer. Ne? Es gab keine Marketingplan oder irgendwas, das war ganz klar. Also eine Überzeugungsidee, ich will so ein Magazin haben und Chris wollte auch so ein Magazin haben und dann haben wir Sonja angerufen und die sagte, oh mein Gott, ich wollte schon immer so ein Magazin haben, wartet, ich habe ein Konzept. Mhm. Und dann so, ja, ne? Und das, genau, und dann sind wir irgendwie am nächsten Tag losgestürmt und haben Chris und ich erstmal eine GbR gegründet, weil wir dachten, wir müssen irgendwie eine Firma gründen. Und dann sind wir losgegangen und haben uns getroffen mit, haben halt Chefredakteurinnen angerufen, zum Beispiel Gabriele Fischer von der Brand 1, mhm. haben gesagt, Tag Frau Fischer, wir wollen eine Zeitschrift gründen, erklären Sie uns doch mal, wie das geht. Und die war halt so nett und hat uns 4 Stunden lang erklärt, wie sie es gemacht hat. Dann haben wir gemerkt, okay, so machen wir es nicht, also so können wir es auch nicht machen, weil wir können nicht zur Bank gehen und sagen, wir hätten gerne 1,5 Millionen Kredit. So, aber das war halt wirklich so, wir haben das einfach aus unserem eigenen Bedürfnis heraus gegründet und hatten dann Glück, diesen 25.000 Euro Preis zu gewinnen von dieser Online-Startup, das es längst nicht mehr gibt. Und ich glaube, das zieht halt auch das Magazin weiter durch und das hat, führt halt eben auch zu dieser engen Bindung, weil das ist halt wirklich wir und wir geben eigentlich überhaupt nichts auf Marketing oder wir sind da, also ich mache tatsächlich gerade, versucht das, oder ja, also es ist nicht so, dass wir nicht drauf geben. Wir haben ja auch relativ viele Anzeigenkunden, das ist auch gar nicht so schlecht bei uns. Also nicht im Vergleich zu Petra oder Zeitschriften von großen Verlagen, aber im Vergleich zu so kleinen Magazinen im Musikbereich wie der Debug oder so. Da haben wir eigentlich, haben wir genauso viel Anzeigenvolumen wie das die auch. Das liegt ja auch daran, dass ihr also ein relativ breites Spektrum an Rezensionen, genau. Porträts auch genau. von Kulturschaffenden, also in der Musikszene drin habt oder auch Buchbesprechungen. Genau. Das ist ja wirklich sehr, sehr reich.
reichhaltig, kann ich wirklich sagen, auch Titel, die ich sonst vielleicht nie getroffen habe, werden besprochen, sodass das interessant ist für Anzeigenkunden. Genau, also das ist sozusagen zum einen so ein bisschen unser Problem und zum anderen eben aber auch quasi eine Geldeinnahmequelle, der Kulturbezug, also weil es ist ja entstanden aus unserem Bedürfnis auch heraus, aus den Erfahrungen in der Kulturindustrie oder in der Subkultur auch, dass das eben da sehr sexistisch zugeht, auch schlimmer als bei den DAX-Vorständen. Und daraus ist sozusagen dieser starke Kulturbezug entstanden. Und das ist im feministischen Bereich, glaube ich, teilweise ein Problem, weil das die Frauen, die das wirklich genauso interessiert, eine sehr kleine Zielgruppe ist sozusagen. Mhm. Aber eben der Vorteil ist sozusagen, dass es natürlich auch um Produkte geht und wo es eben tatsächlich, die halt rausfallen aus diesem typischen Frauenmagazin-Spektrum. Ne? Mhm. Also wir kriegen natürlich nicht die Letter-Anzeige und die L'Oreal-Anzeige und so weiter. Wollt ihr die denn? Nö. Gut. Naja, kommt drauf an. Also ich weiß es nicht. Also dann musst du da auch ein Umfeld schaffen. Also ja, dann eben. Musst du also, doch irgendwie nicht DIY oder so, aber DIY und Dauerwelle machen oder sowas. Ja, nee, aber dann würden wir die auch nicht kriegen. Also wir haben ja schon alles Mögliche versucht. Ich kann da auch gerne ein paar Anekdötchen erzählen, was wir so erlebt haben mit Firmen, von denen wir gerne Anzeigen gehabt hätten. Aber es ist eben so, dass in diesem Bereich, also Musikbranche ist auch mittlerweile ein Problem, weil die kein Geld mehr haben, behaupten sie zumindest. Aber zum Beispiel im Verlagsbereich und so weiter, da gibt es eben schon Verlage, die auch noch Anzeigen schalten. Das ist eben, sind keine großen Beträge, aber es hilft uns schon. So, für die zweite Runde im Markt gibt es da, wie bei allen anderen, viel Nachfragemöglichkeiten und Notwendigkeiten und auch Erklärungschancen dann auch nochmal für dich wie für alle hier. Ja, wobei ich muss dann noch dazu sagen, dass der Hauptanteil der Einnahmen Abos sind. Also wir leben natürlich von den Verkäufen und vor allem von den Abos. Das also in den großen, gut sortierten Zeitschriftenläden findet man Missy Magazin. Genau, also in jeder großen Bahnhofsbuchhandlung. Ich habe getestet in Köln, ich habe getestet in Berlin. Da gibt's das. Ich meine, wahrscheinlich, wenn da noch 24 stehen von August an hier bei Ludwig, dann ist es vielleicht ein bisschen viel, dass die da noch stehen. Aber sie sind eben da, das ist ja auch wichtig, ne? Und sichtbar. Ich würde gerne für die Zeit, die wir noch haben, ein paar Aspekte nochmal aufnehmen, die eben von euch auch schon mal angesprochen worden sind. Das eine ist, das interessiert uns alle, die wir das vorbereitet haben, welchen Bezug zu denen, die jetzt hier sind, gibt es vorher, habe ich da ja schon nachgefragt, Dagmar, wissen voneinander schon, kennen nicht, stehen sie in Verbindung, wie ist das bei euch, wie ist das bei dir, Theresa, bei dir, Steffi, und also was gibt es da oder gab es da auch nicht und wenn ja, warum nicht? Also mein erster Gedanke eben war, ich freue mich total, Ulrike Fischer kennenzulernen, weil ich war als Mädchen großer Young Miss-Fan. Und tatsächlich kommt heute immer noch sehr oft unter Frauen meines Alters, ich bin jetzt 31, das Gespräch auf die Young Miss, weil wir uns immer fragen, warum gibt es die heute nicht mehr? Und also ich fand das eine unheimlich tolle Mädchenzeitschrift. Ich hatte die auch im Abo. Ich würde mir wünschen, dass es so etwas wieder für meine Tochter gibt. Und ich glaube, das war auch immer so ein Bild, was ich mit im Kopf hatte oder was viele Frauen meiner Generation im Kopf haben, wenn sie an Medien für sich denken, weil das einfach einzigartig war. Und, aber das ist auch genau das, warum es vielleicht Edition F oder auch das Missy Magazin gibt und warum wir mit Edition F gegründet haben und ein unabhängiges Medium sind. Es gibt bei den Verlagen keine Bereitschaft, in solche Frauenmedien zu investieren. In Deutschland, also überhaupt nicht. Also das ist jetzt freie Runde. Also ich will jetzt nicht mehr euch einzeln immer ansprechen. Also ich finde einfach, der Aspekt Geld und was Geld möglich macht, Bedarf ist einer der wichtigsten überhaupt. Und dass Young Miss damals möglich war. Ich bin Quereinsteigerin gewesen. Ich habe im Brigitte-Dossier mein Praktikum da gemacht und dann wurde jemand gesucht, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und da gab es ein erstes Schönheitsheft für die Töchter der Brigitte. Das gab es dann einmal im Jahr mit Schminktipps und Pipapo. Und dann wollten sie aber irgendwas anderes draus machen. Haben gesagt, da müsste doch was anderes rein. Und ich selber konnte mich damals als 27-jährige Frau gut daran erinnern, dass ich immer mit 15, 16 gedacht habe, da gab es nur die Scheiß Bravo.
Und ich habe mich, und Mädchen, und ich habe mich durch den Spiegel gekämpft und nichts verstanden und dachte, wieso gibt's nicht irgendwas, der mir das mal richtig erklärt? Und das war sozusagen der Geist, aus dem ich muss dazu sagen, dass Helga Heseltine, eine großartige Journalistin, die leider nicht mehr lebt, die hat das gegründet und die war eine Young Miss mit 56, ein Knaller, war ganz toll. Und das war alles nur möglich, weil die Brigitte gesagt hat, das finanzieren wir quer. Wir hatten den Break-Even, so nennt man das ja, nach 7 Jahren, glaube ich. Das ist heute nicht mehr möglich. Wenn man heute ein Magazin macht, das rechnet sich entweder sofort oder es ist gleich wieder weg vom Markt. Mhm. Die Aufmerksamkeitsspanne, also in diesem ADHS-Getränken-Kiosk, die ist einfach 3 Sekunden und da geht dann nichts mehr. Aber das war einfach eine Zeit, und ich sitze ja so ein bisschen oldschool-mäßig auch hier, wo das wirklich noch möglich war. Ich glaube aber, dass auch in den Verlagen, in den großen Verlagen durchaus Gelder wären, wenn man eine Mission hätte, zu überlegen, was machen wir mit den jungen Leuten heute? Die werden mit Problemen konfrontiert später. Aber und Ulrike, das war, haben die Verlage ja heute noch eine verlegerische Mission oder wollen sie nicht sehen, dass sie das Bestmögliche noch, also an Profit aus ihrem Geschäftsmodell rausholen wollen? Ja, das ist doch ein Punkt, oder? Das ist auf jeden Fall auch eine Personenfrage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber also ich kann das vielleicht nachher im Workshop dann nochmal vertiefend erzählen, weil wir haben jetzt ja oder sind jetzt seit 1,5 Jahren ja immer auch auf der Suche nach Geld und haben mit vielen großen Verlagen gesprochen. Vielleicht liegt es auch mit daran, dass die Verlagshäuser nach wie vor vielleicht eher männlich geprägt sind, auch in ihrer Suche nach neuen Geschäftsmodellen, neuen Möglichkeiten. Und ich kann mich erinnern, meine Kollegin Susanne hat das erzählt, die traf vor ein paar Wochen auf einer Konferenz den Chefredakteur eines sehr, sehr großen Online-Mediums, der dann zu ihr sagte, er wollte sich mal vor ihr verneigen. Er hatte damals, als wir an den Start gegangen sind, Edition F 3 Monate gegeben und hat gedacht, dann sind wir wieder weg vom Markt. Und er meinte, er hat eben diese Zielgruppe einfach nicht gesehen. Und das scheint ja bis heute in allen Verlagen so zu sein. Oder wenn du erzählst, dass Frau TV auch davon abhängig ist, wie die Quote ist und ob das überhaupt Daseinsberechtigung hat. Die Zielgruppe ist auf jeden Fall da. Das haben wir mit Edition F gemerkt. Die ist größer, als wir gedacht hätten, dass sie ist. Aber man muss sie sehen und muss dann auch was machen. Aber, ja. Aber mich überrascht dann, und ganz kurz nur, ich war auf eurer Eröffnungsfeier und da sah ich Herrn Döpfner, aber nicht Frau Jeckel. Ist gut, dass du es erwähnst. Ich finde das ganz interessant auch. Ich würde diese Analyse teilen. Und meine Kollegin Chris Köver, die war letztes Jahr in New York und bei Weiß, bei dem Medium Weiß, was ja sehr wichtig ist für auch eine jüngere Zielgruppe. Und Weiß hat vor kurzem, also die haben ja eine Obermarke und dann eine Dachmarke und dann immer verschiedene Untermarken. Und die haben vor kurzem ein Frauenportal gelauncht, dessen Namen ich gerade vergessen. Ach ja, Broadly, genau. Und das war der erfolgreichste Launch in ihrer Geschichte. Ja? Mhm. Und das ist ein Frauenportal, was, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, explizit in allem feministisch ist, aber durchaus auch feministische Themen vertritt. So. Mhm. Und ich denke wirklich, dass da der deutsche Markt, die deutschen Verlage, das überhaupt noch nicht, also wie überhaupt mit dem Internet ja schon, diesen ganzen digitalen Wandel, schwierig hinterherhängen und in dem Bereich aber tatsächlich auch. Meine Vermutung ist, oder auch meine Erfahrung, dass das viel mit dem Begriff feministisch zu tun hat. Also in dem Moment, in dem man sich als feministisches Magazin bezeichnet, by the way, ich finde deine Kette großartig, da steht drauf Feministin, die will ich auch. Gibt's demnächst im Missy-Shop. Top. Nochmal ein Werbeblock, ja. Sehr gut, aber ist doch großartig. Aber ich habe ich merke das sowohl natürlich ganz stark im Umgang mit männlichen Kolleginnen, sobald das Wort feministisch oder Feministin auftaucht und ich sage, ich bin Feministin, kriegen die Kerle Angst und auch viele Frauen. Ich habe viele junge Kolleginnen, die sagen, ja, Feministin, ja, frauenpolitisch okay, aber was ist Feminismus? Ja, und Feministin ist, ich meine, ich bin ja nicht die Erste, die das feststellt, einfach ein sehr negativ belegtes Wort. Es ist ein Begriff und ich glaube auch in den Verlagen ist das irgendwie, Feministin ist, macht Angst. So. Das finde ich aber tatsächlich komisch, weil da setzt ein ganz, ganz,
ganz, ganz schräger Filter bei den Verlagen auch ein, weil Deutschland ist ja sehr stark an den USA orientiert, gerade in den digitalen Medien, in der Tech-Branche, komplett Silicon Valley, glaube ich. Ne? Da haben ja auch die Chefredakteure lange Praktika absolviert. Genau, viele Redaktionen reisen ja immer wieder in Silicon Valley und zu US-amerikanischen Medien, um zu schauen, wie läuft das da eigentlich? Und die Medien, die gerade so erfolgreich sind in den USA und auch hohe Investitionen einsammeln, zum Beispiel BuzzFeed, sagen ja von sich, dass sie eine dezidiert feministische Haltung haben. In den USA ist aber, da läuft ja auch diese I'm a Feminist, diese Aktion, so viel erfolgreicher. Genau, aber BuzzFeed ist eben sehr erfolgreich, auch nach Deutschland gekommen. Das nächste US-amerikanische Medium, was nach Deutschland kommt, ist Refinery 29, auch feministisch. Und die funktionieren ja da im Markt sehr gut. Das heißt, wenn hier jemand in den Verlagen mal gucken würde, was funktioniert denn eigentlich, dann ist feministisch auf jeden Fall nicht das Label, was Verlagsmanagern Angst machen sollte, sondern eigentlich Hoffnung. Mhm. Etwas Positives, also dass dieses Umdenken vielleicht auch hier einsetzen könnte, erlebe ich gerade bei Zeit Online. Ich bin auch Teil von einem Blog, der früher 10 vor 8 hieß und bei der FAZ war und jetzt 10 nach 8 heißt und bei der Zeit läuft. Und bei Zeit Online, also auch Zeit Online dezidiert, das ist eine andere Redaktion, das ist ja nicht immer so, es ist ein komplett eigenes, unabhängiges Medium von der Zeit, die zwar zum Teil Inhalte aus der Zeit bringen, aber die auch nicht immer alle gut finden. Und Zeit Online pusht das richtig so und die finden das richtig gut und das hat sehr, sehr viele Klicks. Das ist sehr erfolgreich und die unterstützen das wirklich. So. Also, und das fand ich schon interessant, und weil es ist ein dezidiert feministisches Blogformat. Also. Lass uns die verbleibende Zeit, die nicht mehr lang ist, bevor wir in die Einzelgesprächsrunden gehen, zu zwei Dingen nutzen. Das eine ist, auch wenn das vielleicht jetzt sich banal anhört, ich würde schon noch mal gerne von euch hören, brauchen Frauen spezielle Öffentlichkeiten und warum? Und feministische Perspektiven, ist es nicht mindestens ebenso wichtig, wenn nicht gar noch notwendiger, feministische Perspektiven in die sonstige Medienöffentlichkeit reinzubringen? Das ist nun, sagen wir mal, für Frauen meiner Generation ein ganz zentrales Thema gewesen, in so einer Sendeanstalt dafür zu sorgen, dass Frauensichtweisen, und das ist zunächst mal ganz allgemein eine feministische Perspektive, die Möglichkeit zu eröffnen, auf die Welt zu gucken und die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und entsprechende Themen auch zu setzen. Da würde ich gerne noch mal von euch allen eine kurze Einschätzung zu haben. Und dann vielleicht noch das Letzte, und das könnt ihr ja möglicherweise schon einbauen. Gibt es eigentlich diesen Netzfeminismus? Und wenn es den geben sollte, was ist es? Ja, okay, gut. Das machen wir jetzt hier noch mal. Stefanie, willst du anfangen? Womit, mit welcher Frage war das jetzt? Du fängst an, wo du willst. Okay. Also ist es wichtig? Ja, es ist total wichtig. Also klar, ich sehe auch eben, ich fand es super interessant, jetzt so ein kleines Anekdötchen von mir von früher. Was sind Frauenmagazine, was sind Männermagazine? Ja, ich habe in einem Special Interest Verlag gearbeitet während meines Studiums und da gab es so Sportzeitschriften. So, und dann irgendwann habe ich festgestellt, ich habe da so PDFs erstellt von, also so Druckvorstufsachen, habe halt immer die Seiten angeguckt und habe festgestellt, das sind alles Männermagazine. Das waren Angeln, Segeln, Tauchen, alles. Also eigentlich alle richteten sich an Männer und nur das Reitmagazin und Nordic Walking, das waren die beiden Frauenmagazine, ja. Und das Problem ist ja einfach, dass alle Inhalte von Frauen sozusagen in Frauenmagazine, die dann auch noch Frauennamen tragen, gepresst werden. Und eigentlich geht es ja um eine vielfältige Sichtbarkeit von Frauen in allen Lebensbereichen. So, und natürlich ist es immer noch wahnsinnig wichtig, deswegen mache ich auch bei diesem Blogprojekt mit und push das auch, weil ich denke, wir müssen überall rein und wir müssen das Wort Feminismus stärker machen und normalisieren. So, also nur so kommen wir dann auch weiter. Und beeinflussen möglicherweise, das wäre jetzt der andere Aspekt nochmal gewesen, andere Medien, traditionelle, klassische Medien, und ich meine jetzt nicht Frauenmedien, mehr von diesen Perspektiven eben auch in sich aufzunehmen. Also ich meine, so ein Zeit Online oder so ist ja dann schon praktisch so eine Art Beispiel dafür auch. Genau, ne? Das meine ich, deswegen habe ich das. Mhm. Theresa, mach doch du einfach weiter und dann geht's hier noch bis zu Ulrike.
Ja, Öffentlichkeiten für Frauen unbedingt. Also das Schöne an Edition F ist, dass wir tatsächlich eine tolle Community haben mit den Leserinnen und Lesern auch gemeinsam, die uns ganz deutlich zeigt, es braucht diese Räume für Frauen, um Frauen auch zum Sprechen zu ermutigen. Und es gibt unter Journalistinnen und Journalisten ja immer diesen Satz, lies nicht die Kommentare. So Online-Kommentare sind ja für viele ein Gräuel. Ich habe für den Freitag die Community moderiert, bei der SPD verschiedene Communities und würde da unterschreiben, Community-Moderatoren, Social-Media-Manager sind hoch Burnout- und depressionsgefährdet, weil es wirklich fürchterlich ist. Also bei Spiegel Online möchte ich auch kein Forum moderieren. Aber seitdem ich für Edition F arbeite, lese ich die Kommentare wirklich gerne. Unsere Leserinnen schreiben ganz... Mikro geht nicht richtig? Vielleicht nehmen wir einfach ein anderes hier. Also die schreiben total tolle... Alle weg? Och, Herr Schulz, hu. Sind alle an? Sprich nochmal. Es gibt keine Probleme, es klingt alles gut. Ja, es geht alles. Bisschen noch näher dran? Bisschen näher ran. Naja. Aber diese Kommentare oder auch doch. Die... doch. Die aber die Kommentare und die Artikel, die aus unserer Community kommen, die sind so nur möglich, weil es eine Gemeinschaft von Frauen ist. Mhm. Und deswegen halte ich es für so wichtig, weil man muss diese Räume schaffen, wo über Themen gesprochen werden kann, ohne dass da andere daherkommen und die Meinung wegwischen. So wie es, ja, oder kennt man ja auch von Veranstaltungen, Redeanteile, das ist einfach ganz wichtig. Ich kann auch auf die Netzfeminismusfrage reagieren. Das ist ja so ein Begriff, der durchs Netz geistert. Ja. Nimm doch nochmal dieses Mikro. Okay, dann musst du einfach mehr Power geben, bitte. So, jetzt nochmal. Hier. Das war aber eben ihr. Alles das hatte okay. Sie eben. Also ich würde sagen, Netzfeminismus gibt es nicht. Es gibt nur verschiedene Feminismen, feministische Perspektiven und ich würde, wenn Sie sich jetzt vielleicht auch, weil Sie einer älteren Generation anhören, fragen, wie kann ich da mitmachen? Es ist kein kleiner Club, in dem man nicht mitmachen könnte. Ich glaube, das Netz ist auch nur ein weiterer Ort für feministisch denkende Menschen, um sich auszutauschen, zu diskutieren und gemeinsam Ideen weiterzuentwickeln. Und da trifft man natürlich auch auf unterschiedliche feministische Strömungen. Aber ich habe es so erlebt, dass die besten Diskussionen eben erst entstehen, wenn Leute aus ganz verschiedenen Gruppen aufeinandertreffen. Deswegen hoffe ich, dass möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen und mit unterschiedlichen Hintergründen auch das Netz nutzen, sei es jetzt Twitter, Blogs oder Online-Medien, um da zusammenzukommen. Sag mal. Also ich denke auch, es braucht frauenspezifische Medien, wenn es deine Frage war. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es auch Räume in allen Medien gibt, in denen wirklich ganz 100% aus Frauensicht und auch bekennend aus Frauensicht auf Themen geschaut wird. Ich muss sagen, Netzfeminismus, auch wenn du das Schlagwort nicht magst, mich persönlich überfordert das. Vielleicht bin ich auch nicht mehr in der Generation. Also die Vorstellung, dass ich morgens schon beim Frühstück gucke, wer wie frühstückt und oder mir diese Twitter, ich schaffe das einfach alles nicht. Ich finde, es gibt so wahnsinnig viele Angebote, auch für Frauen. Da brauche ich ja erstmal 4 Wochen, um zu gucken, welche interessieren mich überhaupt. Also eure kenne ich ja zum Glück, ja. Aber es sind wirklich, ich finde, es ist ein wahnsinniges Angebot. Es ist ein riesiges Angebot und Frauen meiner Generation. Und ich bin 50, wir sind die meisten, ja, also wir sind wahnsinnig viele hier in unserer Generation, müssten da noch mehr an die Hand genommen werden. Also da würde ich euch auch ermuntern, auch sich nach oben hin noch mal ein Stück weit zu öffnen, ne? Für Bündelungen, für Selektionen, ja. Für Fokussierungen und dergleichen. Aber Ulrike, du bist dran.
Ja, also das, ich glaube, wir würden hier alle nicht sitzen, wenn wir nicht denken würden, dass frauenspezifische Themen immer an die Öffentlichkeit gehören und überall hin. Und ich würde immer sagen, ich würde mir natürlich viel mehr wünschen bei den vielen, vielen Frauenmagazinen, die es gibt, dass diese Stigmatisierung manchmal auch ein Ende nehme. Es gibt durchaus Themen in Heften, die richtig klasse sind, auch wenn da, ob da Brigitte draufsteht oder sonst was. Ich würde da mal ein bisschen nach den Inhalten mehr gucken. Da gibt es einiges, auch wenn das sonst teilweise getrieben ist und das Haar so sitzen soll oder wie auch immer. Also das ist so das eine. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, gerade für die jungen Journalistinnen und jeder, der sich bewegt, dass die Leute in die Tageszeitung, in die Online-Dienste, in die männlich dominierten Bereiche reingehen. Das Riesenproblem, Wirtschaft, Politik und so weiter und so fort. Da muss ich auch sagen, ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch mit Anne Volk, langjährige Herausgeberin der Brigitte, großartige Frau, die leider erkrankt ist und die hätte hier sehr gut hergepasst. Die hat aber auch gesagt, Leute, Frauen, ihr müsst euch auch mal ein bisschen für Politik interessieren. Und die hat da teilweise dran verzweifelt, auch bei der Brigitte. Die hat gesagt, klar, ich mache jetzt, und das war ihre große Losung damals, finde ich nach wie vor klasse, die hat gesagt, wir machen ein 16- bis 20-seitiges Lesedossier mit wichtigen, relevanten Themen. Das hat sie damals eingeführt. Sagt sie, und weil ich das den Herren da oben sonst nicht verkaufen kann, machen wir auch noch ein Kreativdossier. Also basteln, aber auch nachdenken und was bewegen. Und das fand ich total klasse. DIY gibt es auch im Missy Magazine. Ne? Also und zwar sehr natürlich für die Zielgruppe oder das Zielpublikum zugeschnitten. Wunderbar. Ich muss jetzt hier einfach einen Punkt machen. Die Markenzeichen, die das Medienlabor hat, heißen 100% Quote, 100% Frauenöffentlichkeit zu Themen, zu denen fast sonst immer nur oder anderen auch Themen Männer dann irgendwie mal geladen werden, wohin auch immer, Hart aber fair oder sonst wohin. Das andere Markenzeichen ist, unsere Gäste im Panel haben die Möglichkeit, mit den Zuhörenden in Einzelrunden nochmal zu vertiefen, was sie gesagt haben. Sie können gelöchert, gegrillt oder auch einfach freundlich befragt werden. Das liegt an euch. Und damit das möglich ist, braucht man Räume. Böll-Stiftung hat die und da braucht man auch nochmal Moderatorinnen. Und ich bitte jetzt einfach mal meine Kolleginnen Dimut Röther, Sibylle Ploogstedt, Rosemarie Mieder, Regine Münder, sich zu erheben, sich zu zeigen und zu sagen, ich sage jetzt, wer mit wem wohin gehen kann. Und euch, die ihr hier zugehört habt bisher und gleich seid ihr die Fragenden, guckt doch einfach mal, dass sich das irgendwie fair verteilt. Wir sortieren nichts vor. Ihr musstet euch vorher nicht einschreiben für Workshop mit Dimut, für Workshop mit Ulrike oder Dagmar. Es geht mit Theresa Bücker, Dimut Röther in den Konferenzraum 2. Also, Dimut ist dort, geht jetzt vor und wartet auf Interessentinnen für Theresa Bücker. Sibylle Ploogstedt geht mit Ulrike Fischer in den kleinen Saal. Sibylle Ploogstedt steht hier vorne. Dagmar Kieselbach geht mit Rosemarie Mieder dort in den Konferenzraum 1. Stefanie Lohaus bleibt mit Helga Kirchner im großen Saal. Aber ich glaube, Steffi, wir gehen nach vorne und geben uns auf einen Level. Und Katrin Rönnecke geht mit Regine Münder in die Lounge. Die Lounge ist gewissermaßen hier Backstage. Ihr geht, ja bitte, du, dann stell dich, Regine, stell dich hinten an den Ausgang mit Katrin Rönnecke und ihr fischt eure, ihr seid Menschenfischerinnen. Und nicht vergessen, kommt doch bitte um spätestens 2:30 wieder zu uns hier in den großen Saal. Aber das habt ihr auch im Programm.